Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rauschgenerator. Sorry, dass es schon wieder ein Ballerspiel ist und ja, schon wieder Galaga und auch Galaxian, die wir ja beide eigentlich schon mal hatten. Wieso, das erzähle ich am Ende, warum ich heute diese Version hier nehme. Es ist ein Gameboy-Modul, das sowohl Galaxian als auch Galaga drauf hat. Und das ist einfach ein Symptom. Ja, was heißt ein Symptom? Es ist einfach ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel. Und da rede ich jetzt vor allem von Galaga, aber auch Galaxian war ja super. Wobei Galaga einfach das Spiel ist, das die meisten auch immer noch kennen, irgendwoher. Und man findet es einfach auf jeder Compilation. Es gibt so gut wie keine neue Konsole, wo das nicht auf irgendeiner Retro-Compilation dann drauf wäre. Es gibt auch massig Automaten, wo es immer noch drauf ist oder wieder drauf ist. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ist jetzt zwar auch schon wieder bestimmt, lass mich mal überlegen, 7, 8, 9, 10 Jahre her. Aber da war ich mit meinem Bruder irgendwo Bowling, wo wir normal nicht waren. Und da stehen halt ein paar Automaten rum. Halt alles modernes Zeug, was ist alles? Also es waren 3, 4 Automaten. Irgendwelche 3D-Rennspiele und Kampfspiele und sowas. Alles sehr modern in super 3D. Und ein Galaga-Automat. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe Galaga gespielt. Und es war einfach geil. Weil die Automatenversion rockt einfach. Übrigens, wie ihr sehen könnt, ich stelle mich wirklich beschissen an. Ich habe es vorher versucht, auf dem Gameboy selber zu spielen. Aber es ist, also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe es schon mal im letzten Video, ich glaube, es war auch bei einem Gameboy-Spiel erwähnt, aber der Gameboy-Monitor, also das ist einfach furchtbar. Ich erkenne dort nichts, egal wie ich die Brightness einstelle, egal wie ich, ob ich es mit Licht spiele oder ohne. Man muss natürlich irgendwo mit Licht spielen, weil sonst sieht man da gar nichts. Es ist ja überhaupt nicht beleuchtet, dieses scheiß Display. Ja, ich weiß, da gab's und gibt's haufenweise Zeug, um das zu verbessern. Es gibt auch Mods und so weiter, aber will ich da jetzt extra nochmal viel Geld für hinlegen? Ist jetzt auf jeden Fall nicht Prioritätenliste Nummer 1. Und daher, ja, eher nicht. Es ist auch nicht so, dass ich das nur auf einem Gameboy spiele, dessen Bildschirm vielleicht wirklich schon total Banane ist, sondern ich habe es auf mehreren versucht. Gerade mit den kleinen Pünktchen, die da runterschießen, auf dem Originalbildschirm ist es einfach nur ein verwaschenes Irgendwas, was sich vor allem der Unschärferelation beugt und eigentlich, wo man weder Ort noch Geschwindigkeit erkennt. Aber hier habe ich keine Ausrede. Es ist ja, ich sehe das, was ihr hier auch seht, weil das ja durch das Super Game Boy Modul im Super Nintendo gespielt wird. Daher auch hier so farbig dargestellt wird. Und alles. Da habe ich keine Ausrede. Da habe ich einfach scheiße gespielt. Ja, okay. Ja, also Galaga bis heute dadurch einfach eins der populärsten Retro-Spiele, die es einfach gibt, die anscheinend, wo einerseits die Rechte dran wohl am verfügbarsten sind auch, aber auch, ja, was einfach Laune macht, weil es ein Ballerspiel ist. Und ein gutes noch dazu. Weil es so ziemlich viele der Punkte bietet, die eigentlich für ein Ballerspiel wichtig sind. Es hat ordentliche Geschwindigkeit. Also das, wenn man das mal eine Weile spielt, ist man schon ein bisschen, schwitzt man schon ein bisschen. Und hat was ein bisschen mit Taktik dann auch. Also ihr seht hier Galaxian, ja, der Vorgänger. Das ist noch nicht Galaga. Kommt nachher. Ja, und daher, was soll ich noch sagen? Galaga ist Galaga und es ist einfach, es steht für den Klassiker der wirklich ganz alten Generationen Ballerspiele,
die im Wesentlichen auch mit Galaga dann zu Ende ging. Denn danach kamen dann wirklich schon mehr wirklich storybasierte Ballerspiele oder welche, wo auch die Grafik ein bisschen opulenter war, eben mit der C64-Ära und dann erst recht mit Atari ST Amiga-Ära. Da sah das Ganze alles viel opulenter aus, hier so Zeug wie Goldrunner oder so. Ja. Gut. Ich will jetzt aber vorher noch, bevor ich erkläre, warum ich schon wieder Galaga dran nehme hier, oder warum ich ausgerechnet jetzt dieses Modul für den Gameboy mal genommen habe, will ich noch ein Thema machen, das jetzt eigentlich gar nichts hiermit zu tun hat. Ihr seid ja gewohnt, in den Spielevideos gibt es dann ab und zu einfach mal Thema über das Video machen an sich, über YouTube an sich und alles, was damit zusammenhängt. Teilweise auch der über den Elfmeinturm-Media-Kanal. Und darum soll es jetzt nochmal gehen. Wie ihr wisst, liegt Elfmeinturm-Media im Moment relativ brach. Ich habe was zur Urheberrechtsreform gemacht. Ich bin da auch im Moment ziemlich immer noch dran. Ich verfolge die Tagesordnungen von Bundestag und Bundesrat. Ich warte, was da jetzt noch weiter kommt. Aktueller Stand ist, die Bundesregierung hat jetzt diverse Vorschläge bekommen von Experten, vom Bundesrat etc., was zu tun wäre noch an der Reform, was man ändern sollte. Sehr widersprüchliches Zeug alles, weil es einfach von unterschiedlichen Lobbyisten kam. Aber natürlich auch von Julia Reda oder so, die da für diese eine Organisation für freie Rede halt auch nochmal die Upload-Filter angemahnt hat. Da bin ich also nach wie vor dran, aber ja, es gibt noch was Neues. Wir haben jetzt nochmal geschrieben. Und weil, also ich kann es euch fast wörtlich zitieren, was ich jetzt mal den anderen allen geschrieben habe. Ich habe geschrieben, also eigentlich, wir hatten ja vor, uns zu treffen, wenn Corona zu Ende geht, wenn die Restriktionen einfach wegfallen, dass wir uns wieder treffen dürfen auch und weitermachen. Und vor allem auch die Räumlichkeiten von der Stadt, die uns ja gestellt werden, wenn die wieder zugänglich sind, was ja auch nicht ist. Aber ich habe denen dann geschrieben, im Moment hört sich dieses Zitat nach Corona, hört sich wie Science Fiction an. Ich hoffe zwar immer noch, dass jetzt mit wärmeren Temperaturen doch mal wieder so drastisch runtergeht wie letztes Jahr. Aber ich habe dann gesagt, Leute, wir machen weiter. Wir machen erstmal weiter damit. Also ja, ich habe immer noch eine alte Folge Schrödingers Chat, eine alte Folge Geheimtipps, die jetzt auch drankommen werden. Ich habe jetzt aber erstmal dafür gesorgt, dass der Rauschgenerator einfach auch jede Woche einen Upload hat in Form des Retro-Computer-Glossars, was einfach mal eine Woche Arbeit war, aber dafür gibt es jetzt wirklich 1,5 Jahre lang Folgen damit. Okay? Und zwischendrin, wenn ich einfach Zeit und Bock habe, werden solche Videos hier kommen oder auch wieder Magazine, die ich vorlese, oder auch Computervorstellungen. Da ist als nächstes der Atari ST dran, in jedem Fall. Und ja, wo wollte ich hin? Also Elfenbeinturm-Media. Die gehen jetzt mal wieder richtig an mit den Serien außer Schrödingers Chat. Schrödingers Chat ist da, wo wir zu fünf zusammensitzen. Und da, also zu fünft, weil 4 plus Kameramann. Daher geht es einfach nicht, aber Geheimtipps. Noch diese Woche nehmen wir neue Folgen auf. Und es werden erstmal die alten Folgen kommen, die schon aufgenommen sind, inklusive des Schrödingers Chat, den ich noch habe, und ich hoffe, er ist vollständig. Ich habe so das Gefühl, da fehlte irgendwas dran. Aber also das mal ohne Gewehr, also möglich, dass da die Kamera einfach dicht gemacht hat, dass da irgendwas war. Aber ansonsten kommt der natürlich auch. Ja, und wo wir bei Elfenbeinturm-Media sind, also was das auch nochmal angeht, The Mandalorian, der auch noch lange nicht fertig ist, zweite Staffel haben wir noch gar nicht gemacht, Clone Wars Staffel 2, ja, alles klar, Episode 9, klar, mache ich mich jetzt dann auch dran, so wirklich. Problem ist, The Mandalorian geht erstmal nicht weiter, weil ich habe hier das Drehbuch für die nächsten Folgen.
ich finde die so gut, wie sie sind, ich will die Szenen nicht rausnehmen. Problem ist, diese Szenen kann ich mit einem Lockdown einfach nicht drehen. Es geht einfach nicht. Und daher wird es leider noch warten müssen. Ich werde dann einfach Episode 9 so vorziehen, wo ich die Drehbücher noch schreiben muss. Und da kann ich dann einfach drauf eingehen, dass Gags reinkommen und sowas, die wir so auch drehen können. Ja. Letztlich war das ja auch die Entscheidung dafür, erstmal Pause zu machen, weil Schrödingers Chat ging einfach nicht mehr. Ich konnte mit den Aufnahmen nicht weitermachen, die geplant waren. Und es waren so Leute, im Moment habe ich eh Überstunden wie Sau, lasst uns mal Pause machen kurz. Okay. Dann, was wir auch immer wieder, oder was wir immer wieder gefragt worden sind, war auch, Leute, macht doch Patreon, Patreon, Patreon. Ja, Patreon hilft uns nicht viel weiter. Was hilft uns, wenn wir irgendwie ein paar Euro kriegen für, ich weiß nicht was, hilft uns im Kanal aktuell nicht weiter. Ich sag mal, Geldprobleme gibt's keine. Und ja, die Frage ist, oder ist auch immer noch, was wollen wir denn bieten für Patreon? Okay, wir können sagen, wir machen eine Kanalmitgliedschaft. Weiter. Was wollen wir bieten für Patreon, dass Leute einfach so zahlen können? Okay, da habe ich so ein bisschen ein Problem einfach mit. ich will nicht Geld für was verlangen, was, wo wir im Moment einfach da nichts bieten können oder keine Idee haben, was für Inhalte wir zusätzlich bieten könnten für Geld. Und ja, also vielleicht irgendwann mal, ich will es wirklich nicht ausschließen, wenn wir da mal Ideen haben, dann okay. Aber, und damit kommen wir wieder zum Rauschgenerator zurück. Bei Elfenbeinturm Media habe ich gesagt, ich mache mir vielleicht Gedanken, wenn wir mal irgendwann 10.000 Abonnenten haben. Da, ab der Größenordnung kann man sich mit Patreon, glaube ich, allgemein Gedanken machen. Und jetzt gucken wir mal, dass vielleicht doch einfach Geld reinkommt, was uns im Moment relativ da egal ist. Ja, ich muss auch immer noch die ganzen Werbeblöcke da rausschmeißen, die mir YouTube da automatisiert reingemacht hat, plötzlich und ungefragt. Die müssen noch raus, definitiv, das nervt ja nur noch. Aber egal, Rauschgenerator. Denn mir ist was aufgefallen, dass Patreon, obwohl Rauschgenerator jetzt mit knapp 370 Abonnenten, also ist ja schon ganz ordentlich hochgegangen die letzte Zeit, vor allem die C16-Videos waren ja echt populär, das ist toll, freut mich. Dankeschön auch für die ganzen Kommentare. Motiviert mich auch wirklich, baldestmöglich wieder ein C16-Spiel dran zu nehmen, außerdem die Vorstellung vom Atari ST zu machen. Ja, jedenfalls ist es jetzt auch ein Thema mit Patreon. Das trifft sich nämlich jetzt gerade mit Galaga ganz gut. Nämlich, was ich aktuell nicht kaufe, sind so Homebrews, die ja für auch für den Atari 2600 immer noch rauskommen wie Sau. Einfach, weil das Geld kostet. Ich habe nicht so viel die Zeit zum Zocken im Moment. Ich habe immer noch zum Teil Überstunden. Es ist im Moment relativ, aber wir wollen ja auch mit Elfenbeinturm Media weitermachen und so. Die Frage wäre, okay, wie würdet ihr das sehen, wenn ich für den Rauschgenerator Patreon einrichte, wo für ein Spiel gesponsert werden kann, das ich vorschlage, wo ich sage, das würde ich dann mir bestellen. Und es können ja auch ältere Gebrauchtspiele sein, die einfach mal so 20, 30 Euro kosten. Wo ich sage, das habe ich ganz einfach nicht, das ist aber ein Klassiker. Oder Jaguar-Spiele, ja. Da kann es schon mal knapp dreistellig werden mit Preisen für die Spiele. Und wie machen wir das? Gibt's Leute, die bereit wären, sich da anteilsmäßig für ein Patreon-Projekt zu beteiligen? Zu sagen, ja, ich möchte das Spiel unbedingt sehen, was du drüber sagst, dass du es ein bisschen spielst. Und dann würde ich das auch machen, definitiv. Da würde ich auch eine lange Folge jeweils zu machen, völlig klar. Da würde ich schon sagen, also halbe Stunde mindestens. Kommt natürlich aufs Spiel an. Wenn es ein Spiel ist, wo man stundenlang dran sitzt, dann wird es dann auch ein Longplay. Aber das entscheidet sich dann je nach Spiel, was es gibt. Da könnte ich mir Patreon vorstellen, weil da gibt's wirklich was, wo ich sage im Moment so,
einfach so würde ich das Geld nicht ausgeben. Aber wenn jetzt hier die Zuschauerschaft sagt, wir wollen das sehen, wir wollen deine Meinung drüber haben, wir wollen sehen, wie du drin verkackst in dem Spiel, dann wäre es eine Überlegung. Sagt mal eure Meinung. Ich bin auch mit Nein, lass es vollkommen einverstanden. Mir geht's dann einfach mal drum. Ist so ein Gedanke. Ich schmeiße öfters mal solche Gedanken hier in den Raum. Wart das Feedback ab und bisher war euer Feedback dazu immer echt sehr gut. Hat mir auch Denkanstöße gegeben. Und ja, da sind wir also dann bei Patreon. Damit habe ich jetzt auch Elfenbein to Media. Also das hat jetzt ganz gut reingepasst. Weil es da auch immer wieder diese ja, ich will nicht sagen Forderung, aber diese Bitte war von, oder Vorschlag von Zuschauern, Abonnenten. Aber im Moment schauen wir mal, dass wir die Serien wieder hinkriegen. Wie gesagt, diese Woche noch Drehtermine. Ich freue mich echt drauf. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage, weil ich das jetzt das Thema abgehandelt habe. Wieso habe ich hier also schon wieder ein Ballerspiel und dann Galaxian Galaga, ausgerechnet das Modul, was ja, was ich schon dran hatte. Also zwar nicht dieses Modul, aber die Spiele hatte ich schon dran. Ne, zum einen wird es immer wieder passieren. Spiele sind auf mehreren Konsolen, auf verschiedenen rausgekommen. Und dann gucke ich mir auch andere Versionen an. Und dann wird es solche Folgen geben, wo ich die einfach mal zur Begutachtung auch hochlade, wenn ich die spiele. Und dazu gehört jetzt das hier auch. Und es hat eine ganz interessante Rolle, weil, ja, wenn Galaga heute rauskommt auf irgendeiner modernen Konsole, ja, dann ist es so klassisch Retro. So ein Retro-Bundle, was man sich dann da bestellen kann oder so. Damit ist das gut. Jetzt war Galaga schon auch sehr alt, als der Gameboy rauskam. Und als das hier dann für den Gameboy rauskam. Trotzdem ist auch dieses Modul schon einfach uralt. Und die Frage ist, ist es hier ein Retro Bundle-Modul für den Game Boy, welcher eine Retro-Handheld-Konsole ist? Würdet ihr das so sehen? Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum ich tatsächlich ausgerechnet das drangenommen habe, weil ich hatte diese Aufnahme hier noch, die entstand auch noch vor meinem Umzug, weil die Anschlusssituation bei mir einfach immer noch dramatisch ist. Weil ich habe tatsächlich die letzten Tage, die sich so über die letzten ja 2-3 Wochen vor allem gezogen haben, die ich mal Zeit hatte, viel Zeit damit verschwendet, zu versuchen, dieses neue Atari VCS aufzunehmen auf meinem PC. Weil ich da von einem Freund, von einer ganzen Weile schon, eine HDMI-Capture-Karte geschenkt bekommen habe. Der ist selber Informatiker, hat eine kleine Firma und hat gesagt, das hier hat er aus einem alten Kunden-PC, den er entsorgt hat, ist eine Blackmagic HDMI-Karte, HDMI-Capture-Karte, allerdings eine ganz frühe. Die kann zwar Full HD, aber nur irgendwie auf 30 FPS maximal. Und vor allem ist es zumindest mit OBS richtig schwierig, überhaupt irgendein Bild mit da reinzukriegen. Ich habe zwar die Treiber drauf, die sind aktuell, soweit stimmt alles. Ich habe ein Bild reinbekommen mit dem C64 Mini. Mit meinem DVD-Spieler. Mit dem VCS habe ich ums Verrecken kein Bild reinbekommen. Der Fernseher selber zeigt wunderbar ein Bild an. Hat er gar kein Problem mit. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich das Ding, wenn ich es jetzt mal wieder anmache, einfach, bevor Pensan sich die Konsole irgendwann mal abholt, weil es ja seine, nicht meine, soll ich es einfach mal vom Fernseher abfilmen? Obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, ich mache sowas nicht. Das also auch Frage an euch, damit sind wir hier auch schon durch. Und das ist so die Situation, weil ich viel Zeit damit verschwendet habe, einfach zu gucken, ob diese scheiß Capture-Karte läuft. Dann habe ich noch einen SCART auf HDMI-Adapter mir geholt, der auch nur Rotz produziert, ganz ehrlich. Und habe einfach, das waren lauter Versuche, ein besseres Bild zu bekommen über diese HDMI-Capture-Karte, auch über Analog und so weiter. Und es ist einfach, es hat alles nicht geklappt, ich hasse Technik. Und deswegen habe ich kein neues Spiel aktuell aufgenommen, weil ich immer in der Hoffnung war,
ich kann es noch mal in besser aufnehmen. Ich will eine bessere Qualität. Hat nicht geklappt. Ja. Und die Qualität leidet halt vor allem bei den Atari ST-Aufnahmen und natürlich den 2600er-Aufnahmen. Und damit war das die Folge. Sagt mal was dazu. Es geht direkt dann weiter hier auf dem Kanal mit einer neuen Folge fürs Glossar. Da kommt dann das Byte dran und ich werde sehr, sehr viel darüber zu sagen haben, weil ich es auch mit den Binärzahlen verbinde gleich und die auch erkläre. Okay, dann bis demnächst und ciao.